Liebe Schwestern und Brüder, es ist wieder Sommerzeit. Es war wie ein Zeitsprung, als in der Nacht die Uhren von 2 auf 3 Uhr vorgestellt wurden. Für mich ist die Zeitumstellung ein sehr schönes Bild, das sich auch auf Ostern übertragen lässt. Denn die Auferstehung Jesu von den Toten ist ebenfalls so etwas wie ein Zeitensprung. Von Menschenzeit auf Gotteszeit. Mit unserem Verstand kann man das nicht begreifen, sondern nur im Glauben annehmen. Das ging damals den drei Frauen so, die in aller Frühe zum Grab kamen. Doch der Stein war weg, das Grab war leer, und ein Engel teilte ihnen mit, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Auch heute entzieht sich diese österliche Botschaft unserem Verstehenshorizont. Denn wohl keiner von uns kann auf reale Auferstehungserfahrungen verweisen. Allerdings haben sich seit dem ersten Osterfest damals unzählige Menschen von dieser großartigen Botschaft begeistern lassen und diese durch ihr Leben bezeugt. Auch uns gelten heute die Worte des Engels: Jesus ist auferstanden. Wer sich davon ansprechen und berühren lässt, der wird als österlicher und hoffnungsfroher Mensch leben. Natürlich heißt das auch, einen Sprung zu wagen. Den Sprung vom irdischen Denken, bei dem ich mich allein mit meinem Erdenleben zufrieden gebe, hin zum österlichen Denken, das im Horizont der Auferstehung irdische Grenzen überwindbar macht. Die Osterbotschaft ist eine Botschaft der Hoffnung und Zuversicht. Denn Jesus ist auferstanden, auch für mich, damit ich leben kann. Halleluja! Und so segne, begleite und behüte euch der gute, der treue und der liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche allen ein gesegnetes Osterfest.